Herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Hei, hei, hei. Wir sind von Media Office, das ist einmal mein Kollege Peter Körner und ich, Florian Habes. Wir haben ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Und zwar, wir haben es im letzten Vortrag gesehen, der Alexander Wörl von ContentSurf hat die direkte Anbindung von ContentSurf an Komet gezeigt. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Wir zeigen die Anbindung von ContentSurf über den Publishing Hub an Komet. Das ist eine interessante und ich glaube auch sehr spannende Verbindung, die wir da haben. Die eröffnet uns einige neue Möglichkeiten und da möchten wir einen kurzen Einblick geben. Wir machen das Ganze nachher live auf dem System. Ich hoffe, die Verbindung, die hält und es läuft alles. Aber wir dachten, das ist viel informativer, wie wenn wir irgendwelche Slides zeigen und nachher zeigen, so könnte es funktionieren. Wir wollen zeigen, wie es wirklich funktioniert. Zu Beginn möchte ich noch mal ein paar Sätze zu Media Office sagen, denn ich glaube, die wenigsten kennen uns hier. Die Media Office ist eine Firma im Schwäbischen. Wir sitzen zwischen Ludwigsburg und Stuttgart in Kornwestheim, sind schon relativ lange am Markt, haben um die 20 Mitarbeiter. Wir sind Partner von ein paar PIM-Herstellern, von Werk 2, von InBetween. Was uns auszeichnet, sind sehr, sehr langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden. Also meistens ist es so, wir machen eine PIM-Einführung mit dem Kunden und wir begleiten ihn danach auch noch mehrere Jahre weiter. Was ich immer sehr angenehm finde, wenn man einfach langfristig zusammenarbeiten kann. Man kennt sich gegenseitig, man kennt den Kunden, man weiß, worauf es bei den Kunden drauf ankommt. Und das ist einfach eine gute Zusammenarbeit, die dann auch gut funktioniert. Was machen wir? Wir beraten unsere Kunden, wenn es darum geht, ein PIM-System einzuführen, ein PIM-System zu betreuen, zu entwickeln, zu erweitern. Beraten die Kunden, wie sie ihre Daten ablegen können und wie sie nachher auch die Daten dann ausleiten können. Ausleiten heißt zum einen mal Richtung Katalog, Richtung Datenblätter, zum Beispiel über Komet in InDesign rein, kann aber auch genauso gut ein Shop-System sein, eine Webseite, da ist alles möglich. Und ich glaube auch die Kombination zwischen PIM und zwischen Printausgabe oder auch eine Ausgabe in den Shop ist eine sehr, sehr wichtige Sache und die brauchen wir heute auch. Ich habe hier noch einen kleinen Einblick zu ein paar unserer Kunden mitgebracht. Mit den Kunden machen wir Projekte, total unterschiedlich, manchmal kleine Projekte, manchmal auch größere Projekte. Manchmal, wenn ich mal auf Fein schaue, auch schon Projekte, ich glaube seit über 40 Jahren, oder? Ja, also schon sehr langwierige Kundenbeziehungen sind dabei und wir begleiten die Kunden komplett unterschiedlich, je nachdem, wie es die Kunden haben wollen und was die Kunden auch von uns in Anspruch nehmen wollen. Als nächstes möchte ich gleich zur Live-Demo starten, dass wir dann auch mal einen Blick in die Systeme reinwerfen können. Ich starte hier als erstes mal mit einem Blick in ContentSurf rein. Das hier ist jetzt mein ContentSurf-System, das wir bei uns in der Firma am Laufen haben. Ich kann hier, wenn ich auf alle Produkte klicke, bekomme ich hier, je nachdem wie gut die Verbindung läuft. Okay, so, da ist ContentSurf schon. Ich sehe jetzt hier, ich mache nochmal alle Fenster zu, zum einen mal hier meinen Produktbaum, wo die ganzen Produkte angeordnet sind. Wir haben jetzt hier verschiedene Produktkategorien, die wir bei uns alle verwalten. Ich klicke jetzt hier gerade mal auf die Fahrräder drauf. Ich habe hier eine Hierarchie mit den verschiedenen Produktfamilien, mit den verschiedenen Modellen. Ich kann mich hier durchklicken. Ich habe hier dann noch eine Farbvariante, ich habe hier dann noch eine Größe. Das kann man so aufbauen, wie man es haben möchte, wie man es auch braucht für seine Produkte, was am besten ist. Da gibt es einfach gesagt kein richtig und kein falsch. Wichtig ist nur, dass man sich die Gedanken macht und dann auch eine Strategie entwickelt, wie man seine Produkte anlegen möchte. Ich sehe dann jetzt hier die verschiedenen Merkmale, die ich jetzt für meine Produktgruppe habe. Zum Beispiel hier einen Teaser, ich habe hier eine Beschreibung, ich habe hier entsprechende Merkmale für den Verkauf. Ich habe hier auch dann noch weitere Daten hinterlegt. Ich habe jetzt hier noch ein Produktbild. Ich habe hier weitere Ansichten für meine Fahrräder. Das haben wir zum einen mal aus dem ERP-System importiert in das ContentSurf-System oder andererseits dann auch noch von Hand nachgepflegt, sodass die Daten im System drin sind und dass man auch damit arbeiten kann. Ganz spannend finde ich auch noch hier diese Tabellen hier. Das sieht zwar hier so aus, als ob es ganz einfache Tabellen sind, aber es sind sogenannte Flex-Tabellen. Und Flex-Tabellen, das funktioniert so, dass man in ContentSurf eine Konfiguration anlegt, die beschreibt, wie diese Tabelle aufgebaut wird. Jetzt hier bei dieser ersten Tabelle, die wir nachher noch im Katalog dann auch sehen werden, definiere ich, welche Attribute sollen hier gezogen werden
und dann baut er hier praktisch eine kleine Tabelle auf mit technischen Daten. Die zweite Tabelle hier, die ist etwas komplexer. Wir sehen jetzt hier, ich bin hier gerade auf meinem Turboneo Expert Blue drauf. Direkt darunter habe ich die verschiedenen Größenvarianten. Und diese Tabelle hier, die ist so konfiguriert, dass ich hier die verschiedenen Größen ganz links sehe und dann die jeweiligen Daten wie die Rahmenhöhe, wie die Reifengröße, einfach alles, was ich brauche, um die verschiedenen Varianten meines Fahrrads miteinander vergleichen zu können. Und ganz praktisch und ganz elegant ist auch, ich kann diese Daten nachher direkt so an InDesign weitergeben. InDesign weiß genau, wie es die Tabelle aufbauen muss, wie es die darstellen muss. Ich könnte die Tabelle auch an den Internet-Shop weitergeben. Der bekommt seine HTML-Daten und kann die Tabelle entsprechend darstellen. Das ist also hier eine ganz elegante Lösung, wo ich nachher in der Ausleitung praktisch keine Arbeit mehr damit habe, welche Daten sollen gezeigt werden oder dass es eine Tabelle ist. Die Daten gehen einfach rüber. Ich habe nachher in InDesign nur noch die Frage, und wie mache ich jetzt die Formatierung von meiner Tabelle? Das ist sehr elegant gelöst. Wir wollen jetzt heute uns anschauen, wie das Ganze im Katalog aussehen kann. Dazu haben wir hier beiden Kanälen. Der ist hier unter Print eingeordnet. Haben wir jetzt hier unseren Hauptkatalog und haben dann praktisch hier nochmal unsere Publikation so aufgebaut, wie wir es nachher ausgeben wollen. Wir sehen hier auch wieder, sind die Fahrräder drin. Ich kann so ein Fahrrad anklicken. Wir bekommen auch hier wieder die ganzen Daten angezeigt. Ich habe die Möglichkeit, die Daten hier auch nochmal zu ändern, speziell jetzt für meinen Katalog. Über Sinn und Zweck kann man sich streiten, aber ich könnte jetzt hier nochmal sagen, ich muss den Text ein bisschen kürzer machen, damit es in den Katalog reinpasst. Zum Beispiel, ich würde damit nicht meinen normalen Produktbestand ändern. Und anschließend, wenn ich jetzt die Daten in den Publishing Hub bringen möchte, benötige ich ein Skript, das die Daten entsprechend exportiert. Dieses Skript, das sehen wir hier. Ich habe jetzt hier verschiedene Skripte. Und hier habe ich das Skript, das den Export in den Print Hub macht. Dazu ist hier ausgewählt, ich möchte gerne den Root-Knoten Print, den haben wir ja hier gerade gesehen, das ist dieser Knoten hier, den möchte ich exportieren. Wir exportieren, glaube ich, zuerst auf Englisch nachher, oder? Weiß ich noch nicht. Gut. Aber noch nicht starten, bitte. Also. Ne, lasse ich noch, genau. Das sehen wir dann, welche Sprache wir nachher exportieren. Ich kann hier eine Sprache auswählen. Anschließend habe ich hier noch einige Attribute selektiert, die wir an den Katalog übergeben wollen. Die sind dann nachher praktisch alle mit drin. Ich habe hier unten noch ein paar Einstellungen, zum Beispiel auch die Bilder übergeben wir als URL, das heißt, der Print Hub kann sich die nachher dann direkt runterziehen. Und anschließend, wenn der Export fertig ist, möchten wir hier die Daten direkt an den Publishing Hub schieben. Wenn wir jetzt hier noch einen Blick reinwerfen, sehen wir auch hier, das sind praktisch die Protokolle, wann der Job gelaufen ist. Zum letzten Mal gestern Nachmittag, das sehen wir hier dann auch, dass hier mal alle Nachrichten anzeigen. Da wurde er gestartet und hat er die ganzen Produkte, die ganzen Hierarchien, hat er alle exportiert, der Job. Und ich sehe dann ganz oben, sehe ich hier zum einen mal, ich hätte hier eine XML-Datei, die ich runterladen könnte, wo ich auch einen Blick reinwerfen kann, passt das soweit. Und dann, was hier jetzt für mich viel wichtiger ist, die Daten, die wurden an den Publishing Hub geschoben unter dieser IP-Adresse. Es war erfolgreich und damit könnten wir jetzt dann loslegen. Und jetzt möchte ich übergeben an meinen Kollegen, dass er mal zeigt, wie geht es auf der Publishing Hub-Seite weiter. Und dann brauche ich noch mal eine Brille. Und mein Zettel, was der Kollege mir alles aufgeschrieben hat, was ich zeigen soll. Genau. So, zum einen Control und dann komme ich rüber. Sind es, ich muss mal auf das System drauf schauen. Gerade mal, genau. Unterschiedliche Dinge. Ich habe eigentlich erst die InDesign-Datei mir anschauen wollen. Ist jetzt einmal beendet, da starte ich mal. Ich hatte so eine Übersicht dazu. Ein Schaubild, was Sie vielleicht heute schon gesehen haben, mit den einzelnen Komponenten, die im Zusammenspiel sind. Und eigentlich sind alle Elemente der Print Suite vertreten. An der Stelle, OK zu klicken, hier ist mein Dokument, Skript Vortrag. Da kann man das eigentlich sehr schön sehen. Öffnen. Das sind die Vorteile. Die entsprechenden Rechte. Ich mache es etwas größer. Du hast die Maus andersrum vom Scrollen her. So. Und jetzt runter.
Ich hoffe, das kann man so einigermaßen gut erkennen. Genau, es geht um Publishing Hub an der Stelle. Und das ist hier im Prinzip so in diesem Mittelteil zu sehen. Alle Komponenten, die im Zusammenspiel dazu sind, sei es jetzt angebundene MySQL-Datenbanken, ein Content-System, ein PIM-System, in dem Fall ContentServe. Wir werden aber auch den Print-Planner sehen an der Stelle. Wir werden die InDesign-Desktop-Plugins nutzen. Wir werden uns auch einen angebundenen File-Server oder statische Content-Daten sehen in Verbindung mit oder in Form von CSV-Daten oder XML-Daten. Und wir werden auch auf der rechten Seite hier diesen InDesign-Server, die entsprechenden Server-Instanzen sehen, um so Dokumente zu generieren. Also es kommt, als ich das Schaubild gesehen habe, habe ich gedacht, das passt ganz gut, weil es alles irgendwo eine Rolle spielt und ein Thema an der Stelle ist. Gut, dazu. Dann habe ich das, muss ich gucken, welches System das hier ist. Kontrolle, das nehmen wir noch rüber. Das geht an der Stelle. Ich möchte einmal in meine Datenbank. Genau, deswegen hatte ich dich gebeten, das Skript nochmal nicht auszuführen. Ich habe hier zunächst einmal einen Blick auf meine Daten. Das ist jetzt die entsprechende Datenbank, Print Publishing Hub DB, die interne Datenbank, wo ich gerade schon meine entsprechenden Exportdaten vom letzten Mal sehe an der Stelle. Das war der letzte Export, der war in Deutsch an der Stelle, glaube ich, ausgeführt. Main-Katalog, nee, das ist eine englische Version. Also passt das an der Stelle ganz gut. Ich werde jetzt zunächst mal hingehen und diese Daten an der Stelle mit einem SQL-Skript löschen, dass wir auch gleich sehen, okay, da kommen jetzt, wandern neue Daten hin, wenn wir den Export halt ausführen an der Stelle. Das fülle ich mal aus. Ich möchte ein SQL-Skript öffnen. Das ist SQL an der Stelle und ich vermisse jetzt den Run-Button. Ich muss es öffnen, ich muss es ausführen. Run SQL-Skript. Nehmen wir mal das, SQL-Delete. Ich wähle es auf der Datenbank aus. Es läuft entsprechend durch. Ich schließe das Ganze, aktualisiere meine Ansicht hier unten in den Daten. In dem Preview, das schließe ich mal an der Stelle und bereite es vor. Und habe die Daten jetzt soweit raus. Also das ist jetzt die leere SQL-Datenbank an der Stelle. Und ich gehe jetzt zurück zu ContentServe, zu meinem eigentlichen Skript und führe das an der Stelle einmal aus. Das ist das nächste Schaubild. So, hier bin ich auf dem System. Das hast du jetzt vorbereitet. Du stehst schon auf dem Publishing Hub an der Stelle. Und ich gehe in die Properties rein und könnte an dieser Stelle den Export ausführen. Wir gehen hier auf eine einzelne Instanz in der Datenbank. Normalerweise wäre es so, wenn wir mit mehreren Sprachen arbeiten, dass wir für jede Sprache eine eigene Instanz haben der Datenbank. Jetzt der Einfachheit halber für den Showcase an der Stelle haben wir uns jetzt mit einer Instanz begnügt. Ich wähle eine Sprache aus, nehme mal die deutsche Sprache an der Stelle. Das mal aus, German, Printbereich und für die Speicherst. Du hast die Produkte ausgewählt schon, der Root-Knoten, Printbereich und die entsprechenden Attribute. Wir führen es einfach mal aus. ActiveScript. Dann läuft das Ganze durch. Man sieht es hier auf der rechten Seite, also hoffentlich. Was wir bekommen, ist ein Export in die Publishing Hub DB. Es sind keine Warnungen, kein Fehler, so sollte es eigentlich auch sein. Zusätzlich haben wir eine XML-Datei, die wir exportiert bekommen, die wir auch nutzen können, wenn es im Bereich ISON geht, um die entsprechenden Daten anzubinden. Das ist so ein Beiwerk, was man auch nutzen kann, gerade wenn es darum geht, bestimmte Datensysteme miteinander zu verbinden, also statische Daten, XML-Daten, CSV in Verbindung mit irgendeinem Content-System zum Beispiel. So, das ist jetzt an der Stelle durchgelaufen. Dann ist der nächste Punkt, ist die Oberfläche der Administration. Das ist hier noch nicht, da in die Richtung. Das finden wir hier an der Stelle. Nochmal klicken. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das ISON kennt, um diese entsprechende, um eine Print Suite zu konfigurieren, zu installieren.
Das ist eine Administrationsoberfläche, mit der man halt die entsprechenden Datenmodelle aufbaut und die entsprechenden Content-Systeme anwendet. Jetzt haben wir auf der linken Seite, gibt es schon so ein paar, die wir so in Vorbereitung mal ausgeführt haben. Es gibt aber auch die entsprechende Demo CS, die wir haben. Also es gibt ein fertiges Entitätenmodell, wo man zum Beispiel mit dieser Erweiterung Bucket Tree Test ganz gut sehen kann, wenn man Daten aufbaut, wie ist jetzt die entsprechende Struktur. Es ist dabei ja ganz wichtig, was sind Elternelemente, was sind Kindelemente und wie hängen die Daten an der Stelle zusammen, weil die meisten Datenabfragen gehen darauf hin, dass man irgendeinen Knoten auswählt und man ihm sagt, liefer mir bitte die entsprechenden Kindelemente an der Stelle. Da hat man hier einen ganz guten Überblick an der Stelle. Hier sind schon einige Sachen vorgefertigt. Das Schöne daran ist, also wenn es um die Entitäten geht, um diese Datenmodelle, dass wir durch dieses Push-Skript, das ist so, dass wir da schon eine Konfiguration mitbekommen. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen sowas schon mal von Hand aufgebaut hat, konfiguriert hat. Das ist schon ein gewisser Aufwand. Man muss wirklich gucken, welche Elemente sind da und welche sind wie ineinander. Das sieht man gleich bei den CSV-Daten, wenn ich das einmal zeige. In Verbindung mit dem Push-Skript ist es so, dass wir so etwas schon vordefiniert haben und das in den Daten und so wie die Knoten angelegt sind und so wie sie definiert sind und welche Namen diese Knoten auch haben, dass so etwas schon da ist oder vorbereitet ist. Man kann jetzt verschiedene neue Entitätenmodelle erstellen, entweder so frei auf der grünen Wiese, dann fängt man halt an, das zu bauen, oder aber man sagt, ich möchte ein neues Entitätenmodell aus der Publishing Hub DB erzeugen. Wähle ich jetzt mal aus. Habe ich schon geklickt. Dann nehme ich einen Namen, jetzt gucke ich mal, Demo, keine Ahnung, Demo XS, kopieren wir das mal. Das ist der Mac, wie kann ich das kopieren? Steuerung, Command C? Command Copy, ja, Command C. Aber ich muss erst auswählen, ne? Ja, machen wir Doppelklick oder einfach nochmal abtippen. Command A. Sind die Mac-User? Ja. Was, ja? Ja, pass auf, das ist schon. Mach mal, jetzt habe ich es ausgewählt. Okay, jetzt Steuerung C? Ja, Steuerung C und dann Steuerung Tab-Taste, V. Tab-Taste, Steuerung V. Sehr gut. Also ich stelle jetzt ein neues Entitätenmodell an der Stelle und habe hier schon die Möglichkeit auszuwählen, wie ist es aufgebaut, was gibt die Datenquelle an der Stelle her. Das kann ich jetzt verbinden, Beschreibung lasse ich mal weg und ich möchte es direkt auch in dem Editor einmal öffnen. Jetzt führt er es aus, das ist unser neues Entitätenmodell an der Stelle, was wir ausgewählt haben, Demo XS. Das ist auch schon direkt geöffnet und man sieht hier schon in diesem Bucket Tree Test, das sind jetzt meine neuen Daten, auch schon in Deutsch, was wir vorher in Englisch hatten, in dem Entitätenmodell, was er hier aufgebaut hat. Das nimmt uns schon dieses Skript eigentlich schon ab und er baut uns hier die Struktur schon auf, wie wir sie auch dann für unsere Templates und für unsere Datenabfragen halt benötigen. Das ist schon mal ein Riesenvorteil an der Stelle, dass man sich diese Arbeit dann sparen kann. Wenn man so etwas von Hand baut, dann ist es so, dass man das in den entsprechenden CSV-Daten, also konfigurationstechnisch, schon machen muss, gucken muss, welche Entitäten sind da, was sind Kind- und Elternelemente und so weiter. Also ist schon wesentlich, wesentlich aufwendiger an der Stelle. Also das ist schon mal ein großer, großer Vorteil an der Stelle. Das Skript haben wir ausgeführt. Wenn wir dieses Projekt jetzt sehen und wir haben den Namen Demo-XS, dann könnten wir schon aus dieser Entität ein neues Komet-Projekt erzeugen. Gehe ich mal hier hin, in diesen Default-Bereich. Ich möchte ein neues Komet-Projekt, das sollte ja noch hier in der Zwischenablage sein. Wir nennen es mal gleich. Beschreibung lassen wir nochmal weg. Entitätenmodell, da wähle ich das jetzt aus, was wir gerade erzeugt haben, Demo XS. Mit dem entsprechenden Inhalt. Na. Finished, dauert es einen kleinen Moment. Dann hat er es aufgefüllt und dann müsste es unter den Komet-Projekten, ja, hier ist es angelegt. Und wir können hier im ISON auch sehen, dass hier nicht nur das Datenmodell, sondern dass es hier auch um den Bereich Templating geht, Seitentemplate, Produkttemplates und so weiter. Generell sind die Templates, wenn Sie die Direktanbindung an ContentServe kennen, über den InDesign Plugins, dass diese Templates übernommen werden können. Vor allen Dingen auch die Flex-Tabellen, das ist sehr wichtig, dass man da das nicht neu konfigurieren muss oder zusammenbauen muss. Die sind also da wunderbar
zu übernehmen an der Stelle. Und wenn wir mal in InDesign jetzt einmal reingehen, über die Pfeiltaste InDesign, dann kann ich mich hier schon über die Zusatzmodule direkt schon mit dem System verbinden, mit dem gerade neu angelegten XS haben wir es genannt. Ich habe hier die Adresse, das ist schon meine Print Suite an der Stelle. Ich bin damit verbunden und wenn ich jetzt den Arbeitsbereich, nehme ich mal den Komet als Monitor. Es ist ja so, dass wir beim Kometen nicht gerade wenig Fenster auf dem Monitor haben. Dann sieht man aber schon bei den entsprechenden, bei der Produktrecherche, dass wir hier schon unsere entsprechenden Elemente schon haben. Und man hier auch schon sehr schön zu den einzelnen Produkten und zu den Knoten, wo man an der Stelle ist, auch schon die Templates zuweisen könnte. Also das ist da schon von dem Dartmodell eigentlich schon alles, was man an der Stelle beachten muss oder was es an Konfiguration halt ist. Und je nachdem, wie umfangreich, wie tief diese Daten sind, legt ihr halt entsprechenden Knoten an. Wir haben hier in dem Export waren noch weitere Elemente, man sieht auch so noch Kataloge und Preislisten. Das ist halt an der Stelle die Möglichkeit. Ein weiterer Punkt ist also ein Vorteil, wenn man sagt, ich nutze jetzt halt Publishing Hub, dass man halt auch externe weitere Content-Systeme anbinden kann an der Stelle. Also sowohl CSV, XML-Daten, auch in Kombination ist es soweit möglich. Also das je nachdem, oder PIM, MAM-Systeme macht vielleicht noch Sinn, oder ERP-Systeme, wenn es um Preise geht. Das ist so das Besondere halt an der Stelle. Dann haben wir weitere Punkte, die jetzt also dafür sprechen, neben der klassischen Anbindung direkt an Content Server vielleicht mit einem Publishing Hub zu arbeiten. Dazu gehe ich mal nochmal einen Schritt weiter. Ich mache es hier rüber. So, da bin ich mal angemeldet. Ich gucke mal hier, wie das weiter ausgeht. So, ich habe mich hier als Administrator angemeldet. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das soweit die Print-Suite schon kennt oder schon Erfahrung mitgemacht hat. Ist es so, dass Sie vielleicht schon die ersten Gehversuche damit gemacht haben oder das in irgendeiner Form schon kennt oder vielleicht in einer Präsentation gesehen haben? Ist es so, dass es hier oder eine Besonderheit dabei ist eigentlich, dass wir hier ein Workflow-System haben, was man eigentlich wunderbar für Print-Publikationen einsetzen kann? Es ist so hier eingestellt, dass es hier mehrere Benutzer gibt und auch mehrere Benutzergruppen, die man dann einzelnen Projekten und einzelnen Aufgaben zuweisen kann an der Stelle. Wir haben hier einen Demo-Workflow, den wir aus einem, wir haben das aus irgendeinem Showcase von oder How-To-Anleitung von Werk 2 übernommen an der Stelle. Hier sind so klassische Schritte drin, wie man halt so einen normalen Print-Workflow an der Stelle durchführen kann. Die sind so angelegt, dass sie aufeinander aufbauen und das auch je nachdem, welche Rechte man hat, die entsprechend auch weiterschalten kann, je nachdem, wie weit man den Prozessfortschritt an der Stelle hat. Die unterscheiden sich grundsätzlich einmal in einzelne Aufgaben, die einem Benutzer oder einem Team zugewiesen sind oder auch die so serverbasiert sind, die dann automatisiert ausgeführt werden sollen. Wenn zum Beispiel ein gewisser Workflow-Schritt erreicht ist, das ist also von den Publikationen her soweit gefüllt ist, dann möchte man das automatisch eine Preview generiert wird. Das kann je nach Umfang einer Publikation dann auch schon mal sein, dass man solche Aufgaben halt zu bestimmten Tageszeiten ausführt. Man kann hier auch dann wählen, an welchen Wochentagen zum Beispiel oder zu welchen Tageszeiten das ausgeführt werden soll. Man hat hier die Möglichkeit auch entsprechende Generierungsmethoden, was jetzt den Dokumentenaufbau und so weiter angeht, einzustellen. Es gibt bei den serverbasierten Tasks auch so Elemente wie zum Beispiel PDF-Generierung mit einem gewissen Pre-Flight, wenn man das so einstellt, dass das halt im Erfolgsfall halt zur nächsten Aufgabe, zum nächsten Workflow-Schritt geht, im Fehlerfall aber vielleicht an den IT-Support gesendet wird, der die entsprechende Aufgabe dann bekommt. Und so sind generell zu den einzelnen Aufgaben, die man so ganz wunderbar ineinander in Verbindung bringen kann, eine Menge an Aufgaben erledigt. Es gibt allerdings hier auch die jetzt mit der neuen 4.2 ist es so, dass sich dieses Workflow-System ändern wird. Es wird auf Camunda gewechselt an der Stelle, was dann auch wieder Vorteile bringt, wenn Sie bestehende Workflow-Systeme haben, um das entsprechend dann
damit zu verbinden. Und so sind halt den entsprechenden Benutzern diese entsprechenden Aufgaben halt zugewiesen. Man kann sich dann da durchhangeln und wenn man das als, so wie ich das zum Beispiel hier habe, bestimmte Aufgaben hat, dann kann man die auch filtern. Je nachdem, ob das jetzt Aufgaben sind, die meinem Team zugewiesen sind oder vielleicht mir an der Stelle, da kann ich nach bestimmten Aufgaben an der Stelle halt suchen und dann werden mir die entsprechend gezeigt, je nachdem, was ich als nächstes, welchen Schritt ich tun möchte. Das ist schon sehr, sehr gut. Was hat man noch an Definitionen oder in dem Bereich der Übersicht? Workflow-Status, ich meine, das ist unter dem Bereich Administration. Also hier sind die entsprechenden Projekte mit den einzelnen Rollen und Zugriffsrechten an der Stelle, die entsprechenden Teams zugewiesen sind. Hier gibt es zum Beispiel die einzelnen Teams und beziehungsweise die Mitarbeiter, die informiert werden, wenn ein bestimmter Status erreicht ist von einem Dokument. Das kann man sehr schön sehen, wenn man in großen Arbeitsgruppen arbeitet, wenn man vielleicht auch so auf verschiedenen Ländern mit verschiedenen Ländergesellschaften arbeitet, so hat jeder im Prinzip den Überblick, wie ist denn jetzt der aktuelle Projektstand an der Stelle. Wenn ich mir den Workflow mal angucke, ich suche gerade nochmal einen Punkt. Was ich noch ganz nett fand, ist, dass ich auch zu einzelnen Publikationen die Möglichkeit habe, zu gucken, wie ist denn so der Gesamtstatus. Das ist bei mir jetzt so, dass wir das so dokumentenbasiert haben, wo ich also sehr schön sehen kann, ich habe hier so im oberen Teil meine einzelnen Workflow-Schritte und ich kann hier wirklich hingehen und das entweder dokumentseitig oder auch einzelne Seiten, je nachdem, wie ich so etwas geplant habe, mir anschauen, wie ist denn der aktuelle Projektstand, in welchem Projekt zum Beispiel. Gibt es Anmerkungen dazu? Auch das haben wir hier an der Stelle, wo man das ganz gut sehen kann. Das heißt, also man hat praktisch, ich sehe hier dann genau, wo stehe ich gerade bei meinem Katalogprojekt, auf welchem Status sind die einzelnen Seiten schon fertig oder wo muss man nochmal ran und nachbessern? Ja, genau. Das ist also schon eine ganz, ganz, ganz gute Übersicht an der Stelle, was auch ein weiterer Vorteil ist, um zu gucken, okay, ich möchte vielleicht mehr als die Direktanbindung, sondern ich möchte das über die Print Suite an der Stelle mir anschauen. So, was haben wir da als nächstes auf dem Zettel? Workflow, Simulation. Okay, das nächste, da geht es um den Bereich Publikationen. Wie kann ich so etwas planen? Es gibt ja diese Listenverplanung an der Stelle über den Print Planner, den wir hier haben. Dazu gucke ich mal in den Publikationen. Kann ich bei meinen Aufgaben mal reinschauen oder aber direkt in den Bereich Publikationen. Und kann mir hier die einzelnen Dokumente einmal anschauen. Ich glaube, ich gehe mal über die Aufgabenliste. Aufgaben, da habe ich hier meine Kataloge, die in meinem Aufgabenbereich hier liegen. Ich nehme mir mal einen raus. Ich nehme mal den, schon diesen vorbereiteten. Also hier haben wir schon bestimmte Dinge ausprobiert. Ich nehme mal hier diesen Katalog als Basis. Der öffnet sich jetzt nicht. Gehe ich mal direkt drauf. Ich glaube, ich logge mich nochmal aus. Ich bin als Admin, DemoCS. Sollte eigentlich funktionieren. Publikationen. Bytes, Kataloge. So, da habe ich die Voransicht davon. An der Stelle und ich habe hier auch ein Preview. So, also hier kann ich dann meinen aktuellen Katalog sehen. Das ist jetzt der Katalog in DE an der Stelle, den ich hier schon mal so grob aufgebaut habe. Und wenn ich das jetzt in der Verplanungsansicht mir angucke, dann kann ich hier das Planning und Briefing Modul öffnen. Und dann passiert das hier auch an der Stelle. Also hier sind schon die Bereiche oder die Produkte
wo ich weiß, entweder aus dem Bereich Produktmanagement, welche Produkte denn in dem entsprechenden Katalog in der Auswahl, die ich hier habe, verwendet werden sollen. Auf der rechten Seite sind dann halt weitere Produkte, die ich dann entsprechend zuweisen kann. Zu meinen Seiten, das sind jetzt hier verschiedene Modelle in bestimmten Größen. Ich habe hier auf der linken Seite halt die zugewiesenen Produkte. Ich kann hier auch schon sehr schön sehen anhand des Templates, was hier zugewiesen ist. Und ich habe hier in der Übersicht bei den Seiten auch schon eine Übersicht, was jetzt hier Bestandteil an der Sache ist und welche Produkte jetzt vorhanden sind. Wenn ich so etwas ändern möchte, dann stelle ich das hier auf der linken Seite ein, dass ich zum Beispiel hier im hinteren Teil möchte ich nicht diese ein Viertel Template, sondern ich möchte zum Beispiel, weil ich sehe, okay, die Produkte sind alle drin, aber ich habe vielleicht noch nicht genug Seiten oder ich habe zu viele Seiten oder es gefällt mir noch nicht die Kombination, je nachdem mit dem Seitenwechsel. An der Stelle, ich möchte es einfach mal ändern. Dann kann ich das hier mal ausführen. Ändere das an der Stelle mal um. Das heißt, du änderst jetzt praktisch das Template, über das nachher bestimmt wird, wie groß oder mit welchen Daten wird das Produkt nachher ausgegeben. Genau, das kann ich dann halt speichern. Und entweder ist es so, also bei einem serverbasierten Prozess wäre es jetzt so, wenn ich den Workflow jetzt verändere, kann es sein, dass so etwas normal schon im Hintergrund ausgeführt wird, die Aktualisierung. Ich möchte das aber hier neu aufbauen und kann an der Stelle dann sagen, ich möchte das einmal rendern. Vorher, bevor ich das starte, möchte ich einmal gucken. Hier sind die entsprechenden InDesign-Instanzen, die mit unserem System verbunden sind, die unterschiedlichen Aufgaben haben, je nachdem, welche Art von Job es ist. Und wenn ich das jetzt hier ausführe, er soll es mir rendern, dann führt er es aus. Und es ist, ich wähle jetzt den Zeitpunkt, er soll es sofort ausführen an der Stelle und er soll das bestehende Dokument, also er soll es komplett neu aufbauen. Er soll es nicht einfach dranhängen, sondern er soll alle Seiten mit den neuen Templates entsprechend ausführen. Dann macht er das auch. Und wenn ich mir im rechten Teil dann sehe, aha, die InDesign-Server in dem Moment in Arbeit, generieren das Dokument neu mit den aktuellen Daten, dann kann man das hier schon sehr schön, vielleicht sobald er durch ist, sieht man das schon. Busy, busy, jetzt ist er durch. Und wenn ich mir jetzt hier die entsprechende Seitenansicht erstelle, dann müsste sich ja hinten auf den Seiten etwas geändert haben. Na. Genau, das sind die hinteren Produkte, die sich geändert haben, wo wir jetzt die 6er-Darstellung haben. Das ist diese schmale Version und so haben wir das entsprechend halt generiert. Das ist jetzt das Dokument, was er aufgebaut hat an der Stelle. Und das könnten wir nutzen, um es zum Beispiel noch weiter zu finishen oder den Status entsprechend anzupassen oder auch sagen zu können, das ist soweit in Ordnung. Ich möchte hier aber an der Stelle jetzt zum Beispiel eine Notiz hinzufügen, wo ich sagen kann, da soll noch jemand drüber schauen oder, ja, keine Ahnung, bitte prüfen an der Stelle im Finishing oder Seiten auffüllen oder Bilder anpassen und so weiter. Das sind dann Dinge, die man noch mitgeben kann, die gespeichert werden, die man dann auch in dem Dokument sieht. An der Stelle, wenn ich es hier speichere und das dann noch auschecken kann. Jetzt gehe ich mal zurück nach InDesign und verbinde mich. Wo bin ich jetzt gerade drauf? Demo XS, das ist das Falsche. Ich brauche das CS. Demo CS, noch gespeichert. Dann habe ich auch die Möglichkeit, diese Anpassungen, also irgendwann kommt es ja zu so einem Status, wo man sagt, okay, das ist jetzt fertig, sind alle Produkte drin, aber es geht jetzt in den Bereich Finishing oder Grafik. Die Seiten sollen entsprechend noch aufbereitet werden, was jetzt nicht so template-seitig vielleicht auszuführen ist. Dann habe ich hier die Möglichkeit, auch meine entsprechende Publikation mir hier anzuschauen. Und zum Beispiel im Bereich Fahrräder, beziehungsweise Produktrecherche nicht. Ich muss in die Publikation, sollten sich direkt daneben befinden. Hier ist mein Projekt, was ich in der Printsuite halt auch habe, meine Kataloge an der Stelle, katalog.de, dieses. Und ich kann dann hier zum Beispiel auf diesen Katalog gehen und mir den in InDesign öffnen. Das wird jetzt ausgebucht.
So, das ist mein Katalog und ich kann hier die entsprechenden Anpassungen, ich werde mich an dein Mausrad nicht gewöhnen, kann ich jetzt auch schon diese entsprechenden Anmerkungen sehen, die ich eingefügt habe an der Stelle, also auch hier in der Notiz, bitte prüfen. Und wenn ich Anpassungen vornehme, zum Beispiel jetzt, schiebe einfach mal irgendwas rum und ändere irgendeine Größe ab oder Tabellenbreite und schiebe das Fahrrad mal rum, sodass wir hier gleich etwas sehen können, was angepasst ist. Das klappt gerade nicht. Ich schieße mal ein bisschen runter. So, vielleicht mal dahinter. Ich mache es mal ganz bewusst hier, dass man es auch dann sehen kann. Dann wird es gespeichert. Ich weiß das Kürzel nicht. Datei speichern. Dann wird das Ganze wieder hochgeladen in die Print Suite. Und das Dokument wird geschlossen. Und solche Änderungen, die ich dann hier vorgenommen habe, kann ich dann in der Print Suite gleich auch entsprechend in meiner Übersicht an der Stelle, wenn ich es mal aktualisiere, dann müsste er es direkt übernehmen. Ja? Also sehen Sie, dieses, was ich angepasst habe, verschoben habe, ob das jetzt Sinn macht, diese Anpassung, sei mal dahingestellt, aber ich sehe es direkt, ohne es jetzt neu zu rendern, ist es drin. Aber an dieser Stelle hat der Grafiker oder die Grafikerin alle Freiheiten mit der Gestaltung. Genau. Genau, es gibt so einen Status, wo man sagt, okay, wir sind jetzt soweit, sind alle Produkte drin. Das kann man natürlich nach wie vor noch ändern und sagen, nee, ich nehme doch ein anderes Template und ändere das wieder. Aber irgendwann kommt es halt zu einem Punkt, wo man sagt, okay, so was so die Befüllung geht, alle Produkte sind drin und jetzt mach es bitte noch schön und passe es entsprechend an. Das ist jetzt Bestandteil der Print Suite und kann natürlich von allen möglichen Stellen überall auch wieder ausgecheckt und bearbeitet werden oder auch als Preview, als PDF gerendert werden und irgendwo freigegeben werden. Man hat darüber hinaus noch die Möglichkeit, das hatten wir auch in der, ich mache das mal zu, zu bestimmten, macht das nicht? Zu bestimmten Publikationen, die wir hier zum Beispiel, auch da übernimmt das, auch in der Preview, also es ist wirklich durchgängig so, dass man es sehen kann, man sieht auch die entsprechenden Hinweise, aha, hier ist irgendwas kommentiert, hat dann die Möglichkeit, bei den Publikationen den Workflow-Status zu ändern, zu dem nächsten, der, kein offener Task, der halt dann entsprechend vorgesehen ist. Was man hier noch machen kann, was jetzt gerade so um die Anbindung der Daten geht, wo man sagt, was ist noch ein weiterer Vorteil davon, dass man solche Publikationen, die man hier hat, auch duplizieren kann, ein Duplikat erstellen kann zum Beispiel und sich überlegt, wo soll das denn abgelegt werden. Das ist jetzt bei den Fahrrädern unterhalb der Kataloge, das wähle ich mal aus. Dann kann man sagen, welche Art und Weise, er soll es kopieren an der Stelle. Ich möchte die Dokumentnamen, das heißt nicht neu kalkuliert, aber ich möchte den bestehenden Workflow, der hier zugewiesen ist, den soll er für das neue Dokument auch nehmen. Dann erstellt man eine Kopie davon. Das entsprechend ausgefüllt wird, das sieht man jetzt hier oben, das ist jetzt die Duplicated. An der Stelle, die kann man dann umbenennen, wenn man das möchte, also dann den Namen davon ändern für eine weitere Sprachversion. Ich lasse das jetzt an der Stelle mal so bestehen. Man kann hier wieder auf eine Planung gehen und sagen, okay, ich habe hier zum Beispiel, ich möchte, wann macht man so etwas, wenn man eine weitere Sprache vielleicht erstellen möchte an der Stelle. Dazu gehe ich nochmal, wir hatten beim letzten Export ja die deutsche Version, ich gehe nochmal zurück zu dem Content Surf, Publishing, hier, gehe nochmal hin und melde mich auch nochmal brav an. Das Passwort nochmal eintippen. Ich habe die nicht gespeichert bei mir. Hast du nicht gespeichert? Nee. Wie ist das denn? Admin. Sehr gut. So, dann gehen wir jetzt mal auf Import-Export. Da liegen ja die entsprechenden Skripte. Print-Hub. Und ich wähle mir eine andere Sprache aus. Nehmen wir nochmal das Französische. Speichere das ab. Generiere das nochmal. Überschreibe mir jetzt quasi die Daten in meiner Datenbank. Das macht normalerweise jetzt nicht so viel Sinn.
in der Praxis, aber jetzt, um das mal so entsprechend darzustellen, ist es, denke ich mal, schon okay. Es läuft wieder durch an der Stelle. Ich könnte damit praktisch schon auch, wenn ich geänderte Werte habe, nochmal einen neuen Export fahren. Genau. Mit neuen Daten dann wieder entsprechend das in InDesign aktualisieren lassen, sodass ich dann meine aktuellen Daten im Katalog sehen kann. Genau. Und wenn wir jetzt wieder zurück auf die, in die Print Suite gehen, dann hat er die Daten entsprechend angehängt. Und wenn ich jetzt mein Duplikat an der Stelle habe und nochmal auf die Verplanung gehe, Planning and Briefing an der Stelle, dann ist es so, dass er mir die entsprechenden Produkte sind schon zugewiesen. Das muss ich also nicht neu machen durch das Duplikat. Man sieht aber hier schon bei dem Content, den ich habe, hier ist schon die französischen Inhalte, gerade waren es noch die deutschen. Und man hat jetzt halt die Möglichkeit, diese Seiten, hier ist auch noch keine Seite generiert, das ist alles frisch, nochmal hinzugehen und zu sagen, ich möchte das jetzt neu generieren. Dazu muss ich auf die Planung gehen und generiere mir, render nochmal ein neues Dokument. Sage auch hier wieder, er soll es jetzt generieren und er soll das bestehende Dokument, was ich ja dupliziert habe, neu aufbauen. Sieht man auch hier im Hintergrund wieder, wie die entsprechenden InDesign-Server im Hintergrund arbeiten. Ja. Fertig. Und wenn ich mir jetzt meine neu generierten Seiten anschaue, und es etwas vergrößer hier, dann kann man vielleicht den französischen Text an der Stelle schon sehen. Fangen wir ein Stückchen rüber. Also sind jetzt hier die entsprechenden Inhalte mit französischen, die gleichen Templates, die gleichen Produkte auf der gleichen Seite und entsprechend anpassbar. Wenn man jetzt sagt, für Frankreich gibt es vielleicht ein anderes Sortiment, würde man jetzt hier hingehen und sagen, ich gehe hier, bestimmte Produkte sollen quasi nicht enthalten sein, die kann man dann hier in der Publikation einfach entfernen oder neue Templates zuweisen oder die Reihenfolge ändern oder was auch immer man damit machen möchte an der Stelle. So, dann habe ich nochmal mein, wird ja das Schaubild nochmal ganz gut passen, Control. Das machen wir erstmal zu. Hört nicht mal ab. Das machen wir auch mal zu. So, dann haben wir hier nochmal die entsprechenden Vorteile, die man dadurch hat, wenn man es also dann über ein Publishing Hub entsprechend anbindet. Also auch dann die Möglichkeit, verschiedene Content-Systeme auch miteinander zu kombinieren. Außerhalb von Content Server vielleicht XML. Oder CSV-Daten, das Entitätenmodell, was sich automatisiert halt aufbaut schon in dem Out of Publishing Hub DB. Nutzung des Print Suite Workflows, Print Suite Publikationsplanung. Bestehende Templates können weiterverwendet werden und halt auch gerade, was ganz, ganz wichtig ist, die Flex-Tabellen an der Stelle. Die Funktionalität bleibt enthalten. Also auch wenn Sie was in Content Surf wieder ändern, die Ausrichtung ändern in der Tabelle, Spaltenreihenfolge ändern und so weiter, dann ist das alles bleibt bestehen. Vom normalen Workflow ist es ähnlich. Also wir gehen auch hin und sagen, es gibt ein Masterdokument, was entsprechend benutzt wird, wo halt schon entsprechende Formate da sind, wo auch Tabellenformate schon angelegt werden. Und also so ist es im Prinzip das Gleiche, nur halt noch aufgewertet um weitere Funktionalitäten, gerade auch in Verbindung mit der Publikationsplanung und so weiter. Ja. Was wir jetzt hier noch nicht genau gezeigt haben, was aber sich irgendwie daraus ergibt, das Ganze ist eine Webanwendung. Wir brauchen InDesign nur, wenn es darum geht, das Finishing zu machen. Ich kann aber theoretisch mit einem verteilten Team, das auf der ganzen Welt sitzt, über den Publishing Hub daran arbeiten, meine Publikation entsprechend aufbauen. Jeder pflegt seine Produkte. Ich brauche keine schnelle Datenleitung, ich brauche nur Zugriff auf die Webseite, kann dann alles aufbauen. Und nachher, wenn ich fertig bin, zieht sich derjenige, der das Finishing macht, das fertige InDesign-Dokument runter, bearbeitet es, lädt es anschließend wieder hoch. Macht die Sache auch sehr komfortabel, wie ich finde. Und man kann, glaube ich, damit echt auch gut gemeinsam über verteilte Teams, was wir jetzt ja mittlerweile alles sehr gut kennengelernt haben, arbeiten. Genau. Dann würde ich noch die Schlussfolie zeigen, oder? Hast du noch was? Ja,
Das war schon die Schlussfolie. Ja. Ja, Fragen? Gerne. Ich habe in der Folie gezeigt, wie Sie die Daten aus Quantum Surf in den Publishing Hub kriegen. Wenn man jetzt eine zweite Quelle nutzen will, das würde genauso funktionieren. Und wie würde man dann die Verbindung der Daten einfach beim Mapping irgendwie das funktionieren? Oder? Genau, also da wäre mein Favorit, das über die REST-Schnittstelle, über die Konnektoren zu konfigurieren, um wirklich sagen zu können, da gibt es entsprechend die Möglichkeiten, das Entitätenmodell so entsprechend aufzubauen. Ja. Das würde man dann über Mapping machen, genau. In der Theorie sieht das genauso aus, wie die Daten vorhin aus Content Surf in den Publishing Hub ziehen. Ich habe hier noch weitere Modelle. Also ich habe ja auch zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt diese XML, die da mal runterzuladen ist, mir mal genommen und gesagt, ich baue mal so ein eigenes Entitätenmodell auf, weil ich sage, ich möchte davon vielleicht abweichen. Ich habe ein anderes Datenmodell oder das, was mir gegeben wird, das möchte ich ein bisschen aus irgendwelchen Gründen bearbeiten und ich brauche nicht so viele Hierarchiestufen, ich möchte das irgendwie flacher haben. Dann kann ich das machen und kann solche Sachen auch, ja, wie so eine leichte Datentransformation, die man halt auch da hat, dann auch umbauen. Und da kommen dann die entsprechenden Dinge dazu, wie in der, zum Beispiel in der CSV-Datei, dass man sowas halt entsprechend baut. Ich kann das, ja, gerne mal. Ich würde es aber kurz halten, damit wir dann zu Ende kommen. Genau, also wir können uns das auch am Stand angucken. Das ist, wir sind ja da, solche Sachen kann man gerne noch in die Tiefe gehen. Das ist also wirklich eine Konfigurationsdatei, wo man auch wunderschön CSV und XML-Daten nehmen kann oder bestimmte Teile aus CSV und XML entsprechend zusammenbauen. Ne? Das ist also, ich habe hier bei mir auch so ein einfaches Filesystem. Also es ist ein Ordner auf der Festplatte, wo die ganzen CSV-Daten, XML-Daten drin liegen. Und das kann man halt wunderschön. Also wir, haben wir haben versucht, technisch nicht zu tief einzusteigen. Das ist wirklich verwirrend, wenn man das alles sieht. Es ist extrem flexibel. Ich könnte theoretisch auch mehrere PIM-Systeme dranhängen. Ob man es braucht, gut. Aber es gibt, glaube ich, zumindest viele Lösungen. Ja. Und auch wenn es so darum geht, den CSV oder eine XML oder ein Excel einzubinden, ich habe die Möglichkeit. Es ist etwas anders, wenn man sagt XML, wo man schöne Knoten hat und sagen, gib mir mal die Kind-Elemente. Ist das anders, als wenn man eine CSV-Datei hat, wo man wieder spaltenbasiert arbeitet und so einen anderen Aufbau an der Stelle hat. Das ist schon, aber es funktioniert. Können wir uns gerne dann jederzeit am Stand anschauen. Und ja. Also gerne, wenn noch Fragen sind, gerne zu uns. Oder haben Sie noch einen? Zum Workflow. Ja. Wir sind ein Sportartikelhändler und wir machen in der Hauptsache so Flugblätter oder Prospekte, wie es bei euch heißt. Und normaler Workflow ist, Produktmanagement trägt ein, das Marketing hat vorher schon die Themen bestimmt, dann geht es halt irgendwann in das Finishing. Das sind immer einzelne Händler, die da teilnehmen und das ist nicht immer der gleiche Kreis. Kann ich da an zwei oder drei Stellen in dem Workflow auch die Händler mit einem Link oder so einladen, das Ding zu kontrollieren, den aktuellen Stand, genau, also Feedback zu geben, also auch die jetzt nicht irgendwie fix als Team angelegt sind, die ja ständig wechseln. Genau, das hat man, ich weiß nicht, ob man es gerade gesehen hat, bei den einzelnen Workflow-Schritten, man hat die Möglichkeit auch die Leute zu informieren, entweder das Team zu informieren oder einzelne Personen, auch per Mail. Es gibt jetzt ja auch mit der nächsten Version die neue Workflow-Engine, den Camundo. Mhm. Damit gibt es auch nochmal eine Menge mehr neue Möglichkeiten, wo noch viel mehr Flexibilität auch ins System reinkommt. Also ich weiß nicht genau, ich kenne Ihren Zeitrahmen nicht, aber vielleicht wäre es dann auch eine Option zu sagen, hey, wir warten auf das neue Workflow-Management-System, bevor es dann interessant wird. Ja.